Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen mit Deku an unserer Seite hier beim Kamm der großen Fälle. Ja, ich habe gerade richtig Spaß beim Bladeset-Modden, weil, naja. Oh, da war was. Weil halt das Bladeset am meisten Mods hat, warum auch immer. Ja, ich habe nachgeguckt. Es gibt wirklich nur 14 Estus, die wir haben können. True Story. Goldenes Land. Aha. Nein, hört auf. Böse Insekten. Ach ja. Das wäre dann auch geschafft. Das hier ist auch eine ziemlich unangenehme Stelle im Game. Aha. Oh, Scheiße. Ich hasse Höhlen. Ich hasse Höhlen mit so vielen Insekten. Mami. Oh Gott. Kleiner Moment. Also, bei aller Liebe. Aber nein. So weit komme ich nicht. Oh Gott.
Der rotzt mir ins Gesicht. Oh, schön zwei gekillt. Das ist doch einfach eine Falle hier, eine einzige. Goodness, ich hasse die Scheiße. Was mich halt noch mehr aufregt, ich kann nicht mal Crossplay hier machen. Weil ich habe ja auf der PS5 auch noch ein kompletter, also wirklich 100%. Oh, ihr habt alle den Zaubereien und Anrufen erhalten. Eben, wie schon gesagt, ich habe auch da 100% bei den Trophies und so weiter und eigentlich alles, was ich brauche, oder beispielsweise alle Items und so weiter, ne? Die fliegen jetzt auch noch, oder was? Ne, auf jeden Fall. Oh Gott. Auf jeden Fall ist es so, dass sie halt nicht mit PC und PS5 so miteinander connecten können. Und das ist halt hardcore behindert. Das sage ich direkt so, wie es ist. Ich nehme mal den Trank, vielleicht kann ich ihn unterdessen wieder auffüllen. Oh. Wo kommt ihr denn her? Hey. Hey.
Und ihr da oben. Willst du mich auch anrotzen, du Knilch? Ja, jetzt habt ihr es halt mit einem Stärkeren zu tun als damals. Oh. Ich glaube, für euch wird es langsam zu dunkel. Kann das sein? Zunächst mal solltet ihr überhaupt was sehen. Das wäre auch schon mal eine Idee. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, nö, eigentlich seht ihr noch genug. Wobei, so hell ist es eigentlich gar nicht mehr. Na, 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 na. Da vorne ist die Fingerleserin. Frag mich, wann wir das Item kriegen für die, also die Karte von dieser Scheiße hier. Ach, das ist der Typ. Hä? Schon dumm, ne? So. Und den einen Skip gibt's ja auch nicht mehr hier. Das ist True Story, du stirbst einfach komplett useless. Ich hasse die Frösche. Diese Dinger gehen mir so hart auf den Sack.
Ohne Momenti. Wir knödeln den mal kurz um. Somit hätten wir auch alles wieder. Ja. Vakuumschnitt. Nehmen wir mit. Und irgendwann müssen wir noch eine Roomtour machen für bestimmte Sachen. Zum Beispiel alle Lilien und so. Sonst ist RIP an der Stelle. Oh. Ich töte euch alle. Ja, ihr müsst schon zu mir kommen. Seht ihr? Und da töte ich euch. Ihr kleinen Ratten. Ratten. Wie schön das jetzt gerade war. Oh. Euch beide nehme ich so hops. Was ist da? Zu viel genommen. So. Da unten kommen wir später hin. Der Drecksack. Ich habe nur nach hinten geguckt, ich habe nichts gesehen.
Wunderbärchen. Aber war davon nicht noch? Nö, anscheinend ist da nichts mehr zu holen. Zumindest jetzt gerade nicht. So. Wir haben schon wieder Max. Jetzt haben wir dort noch so ein Dulli auf dem Pferd, glaube ich. War das nicht so? Ah. Hallo, Sackratte. Pardon. Nehme. Also bei aller Liebe, das war Massakrierung. Das, so ein Typ hat mich mal einfach easy gekillt hier. Also an der Stelle. Hallo? Hallo? Okay, da gibt's noch was. Schmiedestein 4, warum nur 4? Macht ja gar keinen Sinn. Okay. Das passt. Jetzt können wir runter. Wir sagen mal den Hallo. Ey, ich hatte so Angst vor so einer Gruppierung immer. Und hier mache ich sie einfach so kaputt. Als wäre es nix. Was für eine Disserei hier gerade. Boah, wie ich die jetzt auseinandergejockelt habe. Sogar noch ultra-instinktmäßig ausgewichen. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, nee. Ich muss dazu erstmal hoch, ganz hoch. Weil da ist jetzt wieder ein Item. Nehmen wir. Jetzt haben wir hier den Wächter. Wie schnell bist du denn, du? Der bestraft ja alles, ne?
Ah, gut, sehr gut. Seinbaum, okay. Geistertalilie 7. Darf ich mal kurz? Ich muss es noch mal angucken. Vielleicht ist es auch das andere Set. Dankeschön. Das war nicht viel gewesen, aber immerhin. Na, komm schon, komm schon. So, ich geh zuerst hier mal hin. Au. Du dreckiger Bastard. Ey, wenn du mich runterwerfst. Ja, stirb. Was für ein Hurenbock. Was für ein Hurenbock. Schieß mich hier ab, ey. Eieieiei. Oh Gott, ich
will doch immer nur nach vorne schreiten. Das war bildschön. So muss das. Müssen wir so auf den drauf gehen oder was? Weil das würde klappen. On fleek. Ich habe gar nichts gemacht. Die ganzen Ritter, die ich gekillt habe. Und die ganzen Dinger sind wieder da. Nein! Jetzt reicht's. Deku, du weißt, was das jetzt bedeutet. Jetzt gibt's keine Gnade. Was machst du hier? Wer schießt mich hier ab? Jetzt gibt's keine Gnade, ihr Arschlöcher. Zuerst mal euch. No damage. Ich krieg zu viel bei denen. Dafür bin ich hier rumgeehrt und bin sogar letzten Endes noch verreckt, alles klar.
Hallo, du. So. Was will ich hier? Die droppen ja nichts so Interessantes. Was war das gerade? Okay. Blitzgroßbolzen. That's the way it. Wie viel der Tank? Becherdolche. Und dafür bin ich da rein. Okay. Ja. Von denen sterbe ich so einen dummen Tod, ey. So, jetzt ist mir die rechte Seite komplett egal. Jetzt schaue ich mal, wie es jetzt um. Ja, jetzt muss ich kurz mal Licht anmachen, weil jetzt zu langsam. Yes. Jetzt ist es okay. Dankeschön. Jetzt geht's auf die andere Seite. La 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 la. Er steht schon wieder da wie eine Scheiß Eins. Aber bekommt jetzt aufs Fressbrett. Schalalalala. Am Aufstehen. Alles klar. Ich gehe kurz noch da drum rum, wenn ich schon runtergeworfen worden bin. Oh. Das ist der Anfang. Jetzt einfach hier links rum. Gekonnt. Okay. Ein bisschen
Wir hätten ein bisschen Zeit sparen können, falls man mal schnell hier durch muss. Oh Gott, nee. Okay. Das war jetzt eher ein Wunder, dass das geklappt hat. Ich wünsch dir was. Dann können wir zurücklaufen und da rein. Stab des Todesprinzen. Sehr schön. Frage, wo ist der Shit? Das schaffe ich nicht. So schon. Da vorne ist schon das Ziel. Und ich weiß, ich kann mich irgendwo noch runterdroppen lassen. Macht ihr eigentlich hier oben? Da müsste irgendwo hier im Wald sein. Habe den vorhin mal getriggert und bin dann. Habt ihr nicht gesehen? Ja, hier. Hier. Wow. Aber wisst ihr was, ich gehe schnell ganz nach oben, dass wenn ich da nochmal durchgehe, dass ich halt
mich direkt nach oben porten kann. Und dass ich nicht immer alles wieder neu machen muss. Also habe ich doch richtig geguckt. Also gehört vorhin. Aha. So. Voilà. Jetzt sind wir oben. Jetzt will ich noch mal kurz dahin. Nein! Oh Gott, ja, genau darunter will ich. Aber zuerst mal alles angucken. Ach du Scheiße. Das Loch habe ich gesucht. Ich habe euch zu Pferd gefickt. Puh, und das mit so einer Scheißaxt. Also von der Range ist ein Scheißaxt. Okay, und jetzt mal gucken, wie ich da runterkomme. Hui. Was zum Fake? Da ist ja noch so einer. Au. Hey! Zum Glück bin ich voll live. Oh Gott, der hat mich heute ganz lieb, ne? Hier ziehst du des Totenprinzen. Und das ist jetzt eben hier der zweite Punkt, glaub, nee, das Morgoths Kette. Hier. Genau. Also das Geschirr des Todesprinzen ist jetzt die Zister des Todesprinzen. Es. Hätte man auch von unten reinkommen können. Wenn man gewusst hätte, wo. Ja. Wow, wir haben bis jetzt nie auf die Karte geguckt. So. So, nochmal dort in die Ecke, ne?
Auch wenn es nur ein Dunkelschmiedestein 6 war, haben oder nicht haben, okay. Und wir haben somit alles hier abgeschlossen und jetzt können wir eigentlich nur noch zu 4 gehen. Hier, Wurzel. Aber ich werde jetzt gleich noch mal kurz beenden. Ich muss gucken, ob hier zwei Varianten möglich sind. Wir müssen zuerst aber diese Dullis hier besiegen, so oder so. Machen wir kurz. Das sind, glaube ich, drei an der Zahl. Einmal einzeln und dann alle drei zusammen. Vielleicht auch direkt alle drei. Irgendwas war da. Ja, wir können dann auch gegen ihn hier im DLC anfighten. Also würde ich ultra feiern. Pias Held. Aua. Beim nächsten habe ich mal nicht so drauf. Ja, ich mache den viel zu viel Schaden. Ah, jetzt kommen plötzlich alle drei. Du Junge. So, jetzt haben wir nur noch den Arsch. Das war's. Fias Nebel. Und das bringt uns auch noch irgendwo hin. Ich weiß noch nicht mehr wo. Jetzt können wir mit Fia reden. Ich gehe schnell mal da durch. Hallo? Ja, gut, so wären wir auch in die Hauptstadt gekommen. Das ist ja geil. Ich bin viel zu stark für die Scheiße hier. Ich müsste mich jetzt nicht zu ihm hinsetzen, aber mich interessiert Pock. Bock the Seamster, ready to make a job. Master, your wardrobe includes the garb of the old demigods, and I'm afraid I... My mum told me once that a royal seamster would do them up in a jiffy. Just wait, Master. Is that a gift from my undeserving self? Thank you kindly. Oh, amazing. By the spectacular royal crest, are you certain that this is for... Oh, have faith in me. I'll polish my craft enough that I deserve this golden gift. I'll be the golden seamster, but now I'll be able to sew anything.
Master, have you ever wished? Well, they say that Renat has the power to help people be. Oh. Oh, look at me. Well, being reborn, it would hardly make a difference. Nee, 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 das machen wir nicht. Do you think that Mum would be pleased if she... that I'm as good as any royal seamstress? Oh, it's still not enough. I need to learn how to sew from scratch. Master, would you mind if I called you Lord? I heard that you and the other tarnished seek the throne. Well, and you'd make just the manner of kind-hearted Lord. So please, allow me to call you... You don't say. Thank my lord, my lord. Please become and please let I bock the sea. Mein Fürst. Ich überreicht ihm garantiert gar nichts, also sage ich euch so, wie es ist. Na. Weil wenn ihr ihm eine Larventräne gibt, dann verkackt er aber komplett. Also dann stirbt er gefühlt. Und das wollen wir ja natürlich nicht. Ja, und das war's eigentlich schon von aus. Ich muss mich über Fia nochmal informieren, welcher Weg jetzt was ist. Das ist auch für mich dann relevant, wenn ich das jemals wieder machen möchte. Dann kann ich das einfach hier nachschlagen in der nächsten Folge dann. Und weiß dann eben, welche Entscheidungen was bringen. Ne? Weil so wie ich jetzt auch weiß, ne, dass mit Millicent, ne, wenn man ihr hilft, kriegt man ein anderes Item als beim anderen. Und beide sind recht gut, eigentlich. Ne? Das eine ist zwar ein bisschen besser, aber so komplett teilbar. Muss man halt schon wissen, was man bekommt. Und was es halt für Auswirkungen hat. Und auch bei Pock gehe ich noch mal nachgucken, was es dort genau gibt noch. Oder ob es überhaupt noch was gibt, außer die, na, dass man diese Geste kriegt. Ja, weil Zelen, das habe ich jetzt in diesem Run gemacht, damit ich sie im nächsten Run nicht verhunzen muss. Da kann ich sie eher töten. Dann habe ich auch beides gemacht. Aber gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tüdelü.